Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem Hause von Hohenzollern. Und in der vergangenen Folge haben wir das endlich erreicht, was wir jetzt schon lange haben versucht. Wir, oder besser gesagt Pippin hier drüben an meiner Seite, ist nun Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Man könnte fast sagen deutscher Nation, mehr oder minder. Ja, und er hat nun alles, aber vielleicht auch nichts, denn wenn es um die Titelnachfolge geht, kann er nicht einfach so den Titel vernichten, ja, nämlich weiterhin bleibt das Heilige Römische Reich ein Wahlkaisertum. Nein, er möchte dieses Gesetz vielleicht irgendwann abschaffen, er braucht aber 10.500 Prestige dafür, das ist sehr, sehr, sehr viel und wer weiß, ob er das erleben wird. Aktuell ist er 29 Jahre jung. Ist Trunkenbold, aber es geht ihm insgesamt gut. Es gibt aber auch noch einige weitere Gefahren, die wir hier beobachten müssen. Was mir am Ende der vergangenen Staffel, könnte man fast sagen, nicht aufgefallen ist, Polen wird angegriffen. Und zwar von niemand Geringeren als dem mongolischen Imperium. Und es geht um ganz Westslawien, also das gesamte Königreich hier. Ist das nicht sogar das Kaiserreich? Ja, tatsächlich, Westslawien. Und damit hätten wir eine direkte Grenze mit dem mongolischen Imperium, die zurzeit 60.000 Mann schwer sind, unfassbar viel Gold besitzen und ja, nicht schwächer werden, muss man mal sagen. Mit dabei sind auch wieder welche auf Twitch. Die Funktion ist jetzt wieder eingeschaltet, die hier ein bisschen Einfluss nehmen wieder auf dieses Let's Play. Wenn du dabei sein möchtest, wird Crusader Kings 3 immer jeden Freitagstream von 20 Uhr bis ungefähr 24 Uhr, plus minus ein bisschen, je nachdem, wie ich Laune habe, wie ihr vielleicht auch Laune habt. Und Montag soll es auch mal einen Stream geben, da kommt auch erstmal Crusader Kings 3, das habe ich fest versprochen, jemanden aus dem Chat. Und dann werden da aber auch andere Projekte folgen, die ich da schon vorbereitet habe. Schauen wir mal rein. Ja, das Heilige Römische Reich hat hier ungefähr 31.000 Mannen. Wir haben sehr viel Gold, wir machen sehr viel Income, was das Geld betrifft. Wir haben aber auch einige Feinde, einige, die uns loswerden wollen, einige, die ja, sich nach unseren Ländereien trachten, gerade die Mongolen, werden nicht lange auf sich sitzen lassen, bis sie hier vielleicht einbrechen. Und ja, auch die Nachbarreiche sind ähnlich stark wie wir. Man möchte fast überlegen, ob man sie nicht durch ein Bündnis auf unsere Seite holt, sollten die Mongolen uns zu gefährlich werden. Wir werden für den Moment noch abwarten, denn unsere Kinder sind auch einfach noch etwas sehr jung. Prinz Lukas zum Beispiel oder Prinz Manuel sind nur noch sehr, sehr jung. Hier eigentlich zu verheiraten, aber man könnte eben durchaus diese Bündnisse dadurch schmieden. Wir hätten hier Kastilien, wir hätten Böhmen als internes Bündnis weiterhin möglich, aber auch England. Wir hätten hier mit dabei Italien. Ich meine auch, dass man Franzien oder Frankreich, könnte man fast sagen, auch auf die Seite bekommen könnte. So, ich lasse es erstmal weiterlaufen. Wir schauen nochmal kurz aber auf die Fraktion. Wir haben viele eingekerkert, die uns hassen. Ah, das kann natürlich auch wieder zu einem Problem führen. Und ja, wir müssen uns erst noch abwarten und schauen, was passiert. Wir könnten ein Artefakt in Auftrag geben. Werden wir, glaube ich, fast tun. Vielleicht irgendwas Schönes wie Insignien, oder? Als neue Dynastie hier, als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ist doch ganz passend, wenn man sich neue Insignien machen lassen würde. Warum nicht? Komm, geben wir einmal einen Auftrag und lassen hier einmal weiterlaufen. Der neue Kaiser. Es obliegt nun mir, die riesigen Ländereien zu regieren, die mein Vasall Prinz Gerhard mir hinterlassen hat. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und fahre mir mit der Hand durchs Haar. Oh, was ich alles erreichen werde in diesem bescheidenen Leben. Ja, Prinz Gerhard hasst uns, wir haben ihm das abgenommen. Und lang lebe der Kaiser, wird hier nochmal gesagt. Unser Reichssitz besteht aktuell noch in Köln, werden wir aber nach Aachen verlegen, sobald wir Aachen besitzen. Wir sind gerade noch dabei, ich kann das hier mal kurz zeigen, diesen Sitz abzuerkennen. Nee, sind wir gar nicht. Das muss ich gleich mal wieder machen, denn Aachen soll Hauptstadt des Reiches werden und auch bleiben. Ne? Entsprechend meiner Befehle wurde Herzog Adalbero jetzt in seinem Heim festgesetzt. Ich habe einige meiner Wachen angewiesen, dafür zu sorgen, dass er den Hausarrest einhält. Ja, jemand uns nicht mag, der ja gilt als exkommuniziert, sind wir aber auch. Wir konnten ihn dadurch einsperren, aber wir werden ihn da vielleicht eher Geld oder irgendwelche Gefälligkeiten abluchsen. Und auch hier, seid gegrüßt, mein aufmerksamer Lehnsherr. Ich bin in Colonia Claudia Ara Agrippinium Mensium angekommen, um euch zu huldigen. Also aka Köln, glorreicher Kaiser als Zeichen meiner Treue.
Ich bringe euch teure Geschenke, die euer Majestät würdig sind, als Zeichen meines guten Willens und meiner Dienstbeflissenheit. Werden ihn natürlich annehmen, er ist ja auch sehr intellektuell anerkannt. Wir werden ihn hier einbeten und er huldigt uns auch standesgemäß mit sehr viel Gold, einigen Prestige, worauf wir aus sind, und wir gucken mal, wo es dahin weitergeht. So, lol, bin gerade, wo du man gerade zwei Grafschaften hast. Da, ja, der Rippert hier, der ist noch ganz am Anfang vom Let's Play auf YouTube. Dementsprechend, ja, da wird noch einiges passieren. Und das hier ist eben vergangene Folge passiert. Ja, ein kleiner Spoiler, könnte man sagen. Aber der Weg war nicht leicht. Man hat sehr, sehr, sehr viel und lange daran gearbeitet, gerade auch Lothringen und Schwaben und alles andere zu erobern. Das war kein leichtes. Wir werden hier de jure Territorium weiterhin aberkennen. Geht nicht. Warum geht das nicht? Weil kein gültiges Ziel. Wir können das nicht innerhalb unserer eigenen Domäne tun. Das ist natürlich ärgerlich. Könnten wir ihn einkerkern in der Theorie? 88% wäre ein Akt der Tyrannei. Stattdessen schicken wir unseren Spion da mal hin und schauen mal, ob es da nicht was gibt, warum wir ihn einkerkern könnten. So, wir lassen das Ganze weiterlaufen. Neues Kulturoberhaupt sind wir damit auch geworden. Endlich nicht mehr diese nervigen Personen. Aber auch eine neue Nachricht. König Smil hat hier einen Auflösungskrieg geführt gegen den Kaiser und hätte ihn auch gewonnen. Jetzt begründet er eine neue Fraktion wieder mal, um das Reich aufzukündigen, auch unter unserer Führung. Das ist schlecht. Wir sollten also drüber nachdenken, ob wir nicht auch mit ihnen ein Bündnis eingehen, um, naja, das abzuwenden. Wir könnten jemanden auslösen. Hier eine Herzogin von Ostfranken für viel Geld. Warum nicht? Nehmen wir mit. Eine Freundin wird angegriffen. Ja, Herzog von Bar wird angegriffen. Nun gut. Geht uns jetzt nicht viel an. Das sind interne Probleme. Lösegelder haben wir bekommen. Und ich sehe, Freunde von mir spielen Hogwarts Legacy. Da gibt es einige im Kerker, ne? Wo man mal drüber nachdenken muss. Hier ein Bürgermeister, er ist wahnsinnig, auch ihn werden wir hier für Geld erstmal freikaufen. Wir müssen uns doch irgendwie gut stellen mit all den Leuten. Und in diesem Moment ist eine Gefangene auch im Kerker verstorben. Wir könnten mal schauen, können wir ein Festmahl vorab machen? Nein, können wir nicht. Erst am 3. August, na gut, das sind nur noch 4 Tage, die nehmen wir mit. Und dann werden wir hier zu unserer Ehren und zum Ehren der gesamten Dynastie der Hohenzollern ein exotisches Festmahl geben. Die Fässer anzuzapfen und Ehrengäste einzuladen, ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Gelegenheit, die Bande der Loyalität zu stärken. Und oft bereitet es auch große Freude. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt riecht man noch nicht ganz die Lunte des mongolischen Imperiums. Man hat sich viel auf sich selber versteift. Und das wird jetzt erst mit der Zeit kommen. Wir bekommen zusätzliche Steuern durch Graf Stefan III. Von Worms, unseren Ratskämmerer. Das ist sehr viel Geld, sehr, sehr gut. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde. Wir gucken auch nochmal kurz auf Kaiser Pippin. Er ist nach wie vor ungeduldig, rachsüchtig und treuherzig. Er vertraut den Leuten schnell. Wenn er aber enttäuscht wird, dann, naja, geht er die ganze Situation anders an. Eben dies ist auch gegen den ehemaligen Kaiser gewisserweise passiert, aber auch das Versprechen, ne, sein Eid seinem Vater gegenüber am Sterbebett, hat dazu geführt, dass er Kaiser geworden ist, und er ist auch ungeduldig. Im Alter von 29 Jahren schon verdammt viele Kriege geführt, viele Leute auch erschlagen, unter anderem auch ja Prinzessin Ida umbringen lassen, die große Rivalin, die hier Anspruch auf das Königreich Lothringen hatte. Ja, da passiert eine ganze Meile. Mein großer Kaiser, wie wäre es mit einer großen Jagd, um euer Geschick mit dem Pfeil und Bogen zu üben? Nun, werter Herr, mein werter Lord, ja, das werden wir machen, sobald wir die Festlichkeiten ab ACTA gelegt haben und ein bisschen mehr Geld in der Staatskasse gesammelt haben. Denn hier werden wir jetzt auch weiter ausbauen. In diesem Moment wird eine weitere Tochter geboren. Wenn ihr einen guten Namen habt, dürft ihr jetzt hier einmal reinschreiben, der erstbeste Name wird genommen. Meine Tochter. Oh Jutta, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir eine perfekte kleine Tochter, ein weiteres gemeinsames Kind. Wie wirst du einst sein, mein Kind, und wie sollen wir dich nennen? Regina wird hier vorgeschlagen. Dann, Regina, willkommen in Reihen der Hohenzollern. Du bist des Kaisers Tochter. Mögest du stark und weise werden, meine Tochter. Ja, damit haben wir inzwischen 6 Kinder, 4 männliche Erben. Richtig? Ja, 4 männliche Erben, 2 weibliche Erben. Oh je. Der hohe Tisch bricht.
Victoria, ja, merken wir uns Minilord fürs nächste Mal, für die nächste Tochter. Da kommt bestimmt noch was. Der Junge ist erst 29. Hm? Wer weiß. Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich und ein Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierungen nach. Billig war er, ja. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende mein Vasall Herzog Sebastian neben mir. Herzog Laschek reagierte darauf allerdings pikiert und erzählte allen, was für eine obszöne Ungerechtigkeit es doch sei, unter Edelleuten sitzen zu müssen, die kaum besser seien als Gemeine. Im Gegensatz dazu Herzog Hardwin erwies seinen niedergestellten Anmut und Güter. Sebastian und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachten. Hey, also hier, einige Leute fühlen sich angegriffen, weil man hier mit den Leuten speist. Wir brauchen jetzt Kontakte im Reich, wir brauchen Freunde, die auch unseren erstgeborenen Sohn wählen zum nächsten Kaiser. Sollten wir es nicht schaffen, naja, auf andere Art und Weise unsere Privilegien durchzusetzen. Wir bekommen aber einen weiteren Freund, Herzog Sebastian von Holland, auf dessen Titel, ach gar nicht wahr, ihn haben wir den Titel gegeben. Wir hatten das ja erobert. Er wird unser Freund. Nicht schlimm, nächstes Mal. Alles gut. Wir hatten einen weiteren Freund. Und die Freundschaft wird hier weiter fortgesetzt. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Herzog Sebastian nicht geht, ohne mir Lebewohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Eine fürwahr hervorragende Person. Schön. Wir könnten ganz viele Leute freilassen und eine Fraktion wird immer gefährlicher. Die Auflösungsfraktion, ja. Wir brauchen jetzt ein Bündnis mit dem König von Böhmen. Also, unsere Meinung ihm gegenüber ist extrem gut und er hasst uns über alles. Ja, haben ihn aus dem Rat verdrängt, unter anderem. Wen gibt es denn da? Gibt es denn eine gute Partie? Zum Beispiel, der Haupterbe ist Quatsch, aber irgendein Kind, zum Beispiel hier Prinzessin Radka von Böhmen, Prinzessin Vladislava von Böhmen, Prinzessin Kunhuta von Böhmen. Gibt's einige. Ich würde sagen, unser ältester Sohn ist ja schon verlobt mit Schottland. Dann wird hier Prinz Lukas nun verlobt mit Böhmen. Und zwar nimmt er Prinz Lukas, er ist 5 Jahre alt, warum dann nicht die jüngere Tochter? Sie gilt auch als sehr, sehr hübsch, schon in jungen Jahren. Prinzessin Vladislava von Böhmen. Sie werden das annehmen und damit sollte auch diese Fraktion ein weniger großes Problem werden. Das Weiterlaufen, hier ist noch die Niederlage verzeichnet. Geheiligte Blutlinie. Oha. König Munio hat sich so verdient gemacht, dass der Papst persönlich seine wesentliche Rolle bei der Verteidigung und Verbreitung der Tugenden des katholischen Glaubens anerkannt hat. Ja, zum katholischen Glauben komme ich gleich auch nochmal. Dank des tadellosen Verhaltens dieses einzigartigen Menschen wird man noch lange die Jimena-Dynastie mit Frömmigkeit und mit Eifer in Verbindung setzen. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Jein. Da muss man auch nochmal gucken. Er ist halt durch seine Großmutter, die inzwischen ja auch verstorben ist. War das Ida? Ich weiß gar nicht mehr, ob das Ida war. Nee, Judith war das, von Vormach. Genau, die Urgroßmutter. Hat er auch viele Lehren bekommen über den katholischen Glauben, über das Christentum. Aber in der Zeit der Not, wo es nicht so toll stand um ihn, ja, es gab viele Fraktionen gegen den jetzigen Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, hat der Papst ihn einfach exkommuniziert, in den Rücken zugedreht und seitdem zweifelt er sehr stark an den katholischen Glauben. Wer weiß, ob sich da vielleicht auch nochmal was ändert. Aber ja, er sieht ihn hier unten als tugendhaft an, Munio der Dritte, der Gesalbte, aber ja, er ist ein Leitstern. Dennoch ist man all dem ein wenig skeptisch gegenüber geworden, ob das so das Richtige ist, diesen Glauben hinterher zu geiern wie alle anderen. Und man kann sich dennoch nicht schützen vor solchen Übermächten, zum Beispiel dem mongolischen Imperium. Ja, denn hier die Ruthenier sind nämlich auch katholisch und dennoch haben sich diesen Reiche da unterwerfen müssen, weil die Katholiken nicht stark genug waren. So, Königsmiel geht dieses Bündnis ein, damit sollte die Fraktion ein weniger großes Problem darstellen. Jawohl, damit haben wir den Gegner ausgemerzt, mehr oder minder durch ein Bündnis. Wir könnten Zahlungen verlangen. Otto von Zeringen, das sind 10 Gold. Ein Wanderer und Graf Rudolf, ein Vasall und Ritter, 50 Gold. Warum nicht?
das Aufeinanderprallen von Kulturen. Kantas verstorben Pavel, ein Gefangener, okay. Und ein Bündnis ist ungültig geworden, da jemand mit Dänemark. Okay, er ist nämlich kein Herrscher mehr. Na gut. Die meisten Gemeinden, die in der Grafschaft von Zollern leben, stammen aus der schwäbischen Kultur. Sie sind stolz auf ihre Tradition und es gefällt ihnen gar nicht, dass sie einem Fremden dienen müssen, wo doch mein Nachbar Graf Rudolf ihre Kultur und Geschichte teilt. Ich werde ihnen zeigen, wie überlegen die fränkische Kultur ist. Es schert mich nicht, ob sie ihren seltsamen Traditionen behalten oder die Gefühle der Bauern sind mir einerlei, ich bin hier der Herrscher. Luther is coming, ja, wer weiß, was da passiert mit ihm noch, ne? Aber bisher ist er kein religiöser Eiferer, denn entsprechend wird er nicht so viel darauf gehen. Sein erstgeborener Sohn ist hier herrisch, also wer weiß, wohin uns das noch führen mag. Man muss dazu sagen, die schwäbische Kultur ist die ehemalige Kultur unseres Hauses, ne? Gerade auch wir selbst behalten nach wie vor Zollern in unseren Händen. Die Urgrafschaft der Hohenzollern mit 30 Entwicklungen, auch ziemlich weit entwickelt hier inzwischen. Ja, ich würde sagen, er ehrt durchaus Traditionen. Würde etwas dafür oder dagegen sprechen? Zollern wechselt zu Fränkisch. Örtliche Tradition geachtet, würde uns Volksmeinung bringen, aber auch Kulturförderungstempo würde nachlassen. Ich würde sagen, also das mit den Bauern, nicht arrogant, ne? Nee, den meine ich gar nicht, sondern wir. Nicht arrogant, das Unterste würde ich rausnehmen, die anderen beiden Sachen würde ich einmal auswürfeln. Was denn hier die richtige Entscheidung sein könnte? Ich würfel eine 1, deswegen sagt er bleibt... Ja, sein Vater und Großvater und glaube ich auch sein Urgroßvater treu, die alle fränkisch waren und sagte hier auch, die wahre Kultur der Hohenzollern ist nun mal nicht mehr die schwäbische, sondern nein, mittlerweile die fränkische. So sieht er das. Tja, missachtet, Zollern ist nicht konvertiert zu schwäbisch. Was ich okay finde. Aber hey, da passiert noch einiges. Ein Loblied. Ein Troubadour ist an meinem Hofe erschienen. Er singt mit einer himmlischen Stimme und bietet Prosa dar, die fließt wie ein Fluss. Bald schon nähert er sich mir und mir den wahren Grund für seinen Besuch zu offenbaren. Kaiserin Jutta schickt mich, um euch ihre Liebe zu beteuern und euch Darbietung zu erbringen, mein Fürst. Wie schön mir. Sie ist ja auch absolut, ne, unsere, nicht nur Affäre, man könnte schon fast sagen, absolute Lebensgefährtin. Ja. Sie hat uns viele gesunde Kinder geboren. Wir lieben sie über alles. Auch sie ist übrigens religiöse Eiferin, demütig, gerecht. Also eine sehr, nicht nur fromme Person, eine sehr tugendhafte Person, um das mal so zu sagen. Aber natürlich sieht sie auch, dass wir exkommuniziert worden sind. Hat da einen gewissen Einfluss vielleicht auch auf uns, aber wer weiß, wo uns das führt. Wie entzückend, wir bekommen einen angestellten, talentierten Troubadour für 2 Jahre. Die Meinungen verbessern sich nochmal viel mehr, als es eh schon der Fall ist. Wir haben einen Vorzug freigeschaltet. Und wohin wird er gehen? Architekt? Abgierig? Es ist meine Domäne. Kriegsgewinnler? Kriegsgewinnler passt eigentlich echt gut. Denn er hat jetzt hier einige Kriege gewonnen. Heergeld? Hat, abgierig, detaillierte Bücher. Mein Land und das Volk unter meiner Obhut sind meine Stärke. Vielleicht doch Administrator. Ketten der Treue. Liebenswert. Direkte Vasallen und... Oh, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Position der Macht auf Linie. Er wird hier mehr auf den Administrator gehen. So, haben wir das auch? Und lassen wir weiterlaufen. Neue Mode am Hofe einführen. Naja, wir gehen jetzt erstmal auf Jagd, wie auch vorgeschlagen. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten, sehe ich auch. Dementsprechend mache ich hier nach diesem Pop-up erstmal einen kleinen Cut, zumindest für YouTube, und dann geht's gleich weiter. Sieg über die Bestie. Ja, warum ist hier Papst Martinius wieder mit dabei? Ich bin verwirrt. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten, vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Wildschweine werden groß, aber so gewaltig. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Könnten das auch... Wir könnten ein Hirschschädel-Artefakt bekommen. Nee, er bekommt eins. Oh, es könnte auch ein Zeichen sein. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ein Zeichen gegenüber dem Papst.
dass man jetzt hier Kaiser geworden ist. Wisst ihr, was ich meine? Von wegen, ihr habt uns kommuniziert, nun, wir sind der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Boah, das halte ich eigentlich für eine gute Aktion. Er wird es an den Papst schicken, aber nicht im Sinne des, ihr habt ja ein Geschenk von uns, nein. Er wird es schicken mit dem Zeichen, hier ändert sich eine ganze Menge, auch was das Reich selbst betrifft. Er wird es umtaufen. Frankreich fände ich gut passend, ne? Nein, er nennt es aber tatsächlich Deutschland. Speichern. Und zeigt damit auf, dass der Papst nicht mehr die Kontrolle hat über Mitteleuropa. Nein, dies wird sich nun wandeln. Mal gucken, wie seine Untertanen dazu stehen, wie sie reagieren werden. Aber all das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Wir gucken kurz auf Polen. Ja, läuft nicht gut für die Polen. Bis dahin, aufs nächste Mal. Hau rein. Ciao.